Der OSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die nordische Skiweltmeisterschaft unter Corona-Bedingungen auch als wichtige Bewährungsprobe für die bevorstehenden Großevents im Sommer und im Mai. Der OSB-Chef bei der WM-Eröffnung, Alfons Hörmann am Mittwochabend in Oberstdorf. Picture Alliance in solchen Situationen hilft weltweiter. Oberstdorf könnte im Sinne von Best Practice ein Meilenstein auf dem Weg des Weltsports nach Tokio am Peking sein, sagte Hörmann am Mittwochabend bei der Eröffnungsfeier der Titelkämpfe im Allgäu. Der 60 Jahre alte Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, der OSB, kommt selbst aus dem Allgäu und war früher Präsident des Deutschen Skiverbandes, der SV. Die Olympischen Sommerspiele von Tokio waren pandemiebedingt um ein Jahr von 2020 auf 2021 verschoben worden und sollen in diesem Jahr, 3. Juli bis 8. August, nachgeholt werden. Nur ein halbes Jahr später stehen vom 4. bis Februar die Winterspiele 2022 in Peking auf dem Programm. In Oberstdorf finden wegen der Corona-Krise alle Wettbewerbe der Skispringer, Kombinierer und Langläufer ohne Zuschauer statt. Alle Beteiligten werden engmaschig getestet. Kasper spricht kurzfristig nicht. Hörmann nahm am Abend als der OSB-Präsident die Fahne des Weltverbandes FIS entgegen und sprach zur Eröffnung der Titelkämpfe von Skispringern, Langläufern und nordischen Kombinierern, die bis zum März dauern. Eigentlich sollte FIS-Präsident Gianfranco Kasper die Wettbewerbe eröffnen, doch das Programm wurde am Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen kurzfristig geändert. Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King hatte zuvor die Hoffnung betont, dass wegen der besonderen Corona-Umstände schon bald wieder eine WM im Allgäu stattfindet. Der frühestmögliche Zeitpunkt dafür wäre 2027, da die Titelkämpfe 2023, Planitza, und 2025, Trondheim, bereits vergeben. Man spürt Tag für Tag, dass die Chancen auf eine Bonus-WM steigen, sagte Horst Hüttl, Deutschlands Teammanager für die Sparten Skisprung und nordische Kombination. Deutsche Presse.